Moin, ihr Kampfzwerge, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir Uli nach einer ganzen Weile endlich mal gerettet und sind jetzt auf dem Weg zum Schöpfersend. Lass mal gucken. Ja. Ja, da wollen wir dementsprechend hin. Super. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo wir den Livestream hier hatten und ich dann ständig gestorben bin und jetzt auf einmal klappt alles wunderbar. Ja, mit Verstecken und nicht kämpfen. Gut. Gut, 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 gut. Munition haben wir gar keine mehr. Läuft auf jeden Fall. Mehr kann ich nicht tragen. Das ist jetzt aber sehr traurig. Spule, wartet mal. Einen Punkt bekommen, oder? Zwei Punkte haben wir. Das ist eigentlich interessant, ne? Doppelschuss ist eigentlich auch sehr interessant. Hallo. Das wäre auch interessant. Ich mache erstmal das. So, ich hoffe, unser Hoppetühü ist da. Ja, ich weiß, es ist auf der anderen Seite. Ich werde vorher nochmal speichern gehen, dann werden wir... Da toppe die Hühn noch mal holen. Scheiße, falscher Knopf. Guck mal, es läuft mit mir. Ja, okay, danke. Sehr freundlich. Ich glaube, das ist jetzt alles soweit alt. Das heißt, hier unten müssen wir wieder anfangen. Ich komme das so ein bisschen durcheinander, ne? So, Pferdchen. Dann wollen wir mal Richtung nächste Mission starten. Wartet mal. Ich will nur mal kurz etwas gucken. Okay. Stufe 30, okay, so weit sind wir gar nicht. Gut, ich glaube, die Mission können wir aber dann machen, wenn wir das Spiel dann komplett durch haben. Könnte nützlich sein. Ja, aber ja. Ganz schön bitter. Hör auf zu jammern. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen sammeln. Wir haben sehr viele Ressourcen verschwendet. Wirklich sehr viele Ressourcen. Natürlich ein Stein. Ich habe gerade echt eine Ente gehört. Was
etwas Vorrat. Sehr schick. Lagerfeuer entdeckt. Was haben wir denn hier oben? Was? Irgendwie das Gefühl, dass sie da oben bösartig sind. Was war das für ein Geräusch gerade? Ich möchte hier gerade sehr schnell weg. Schöpfers Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Olin hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr, so weit vom Noraland entfernt? Ich verstehe das nicht. Sie nur sehr gerne Wandertag. Ihr Name ist Elizabeth Sobeck. Du spionierst durch meinen Fokus. Gubbe, gubbe. Sprichwort. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Hey, wer bist du? Wer ist der und woher weiß er das alles? Elizabeth Sobeck hat er gesagt. Reise, Mädchen. Was ist das denn für ein Name? Spaß? Jeder hat seine Gründe. Du tötest, weil du dich gezwungen siehst. Verständlich. Hatte einen Partner, der weinte, wenn ein Pfeil sein Ziel traf. Bei unserer Jagd auf die Banditen war sein Auge dabei niemals trocken. Dann bist du ein Menschenjäger. So eine Art Söldner? Nenn mich Neil. Ich fand heraus, wo Unfriede herrscht, gibt es Banditen. Erst töten sie Unschuldige, dann wen immer sie erwischen und dann einander. Aber wozu warten? Wir könnten uns zusammentun. Alle töten. Was sagst du? Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Was machen wir? Einfach mal in Ordnung. Ich würde ja das hier, das, nee, danke. Wählen. Ah, ich weiß nicht. Ich habe die Hälfte nicht zugehört, um ehrlich zu sein. Schon wieder. Er möchte auf jeden Fall gemeinsam mit uns gegen die Banditen kämpfen. Man sollte eigentlich ein gesundes Misstrauen haben, ne? Ich brauche keine Hilfe bei ein paar Banditen. Einzelgängerin, wie aufregend. Keine Angst. Falls sie dich töten, erledige ich sie, bevor sie aus deinem Schädel eine Suppenschüssel oder so einen Unsinn machen. Ich muss niesen. Ui, und das noch gekonnt abgelenkt. Ah,
Der Regen wird meine Spur erstmal verwischen. Na, warte mal, können wir noch zusammen? Meinung geändert. Nö. Nein, ich wollte nur sicher gehen, dass du mir nicht in den Rücken fällst. Du hast mein Wort. Niemals hinterrücks. Niemals hinterrücks? Sauberer Schuss in den Kopf. Problem ist, die werden mich sehen. Ich muss aber hier durch den Haupteingang. Ein Angriff! Och man, ernsthaft? Natürlich. Ja, komm. Ah, wisst ihr was? Ich hol den jetzt einfach so. Immer noch auf der Suche nach mir. Guckt euch mal an, was wir für Gegner haben, ne? Meinung geändert. Wenn ich dich mitnehme, kann ich auf dich Acht geben. Sehr vernünftig. Jetzt haben wir wenigstens Lockvogel, der kann das dann alles regeln. Was war das? Da drüben, sie ist hier, bin ich. Ich loot hier einfach. Was stöhnt die denn da so? Achtung. Kennst du mich? Nichts.
Oh, schaffen wir doch. Halbwegs. Okay. Ja. Der kann uns wenigstens ein bisschen Rückendeckung geben. Ui, sorry. Ich geh mal hier lang. Oder juckt mir gleich die Nase. Geht da einer? Nö. Oh, warte mal, mir juckt jetzt die ganze Zeit die Nase. Ach, hier hätte man reingehen können. Ja, Tilla. Schade. Halt! Was war... Aufsehen! Ja. Hier drüben! Ja, ja, hier drüben. Ich will seine Waffe haben. Sehr schön, hab ich. Haben wir auch. Oh.
Ja, leise, scheiß drauf. Ich glaube, die haben uns schon ein paar Mal gehört, die Guten. Oh, was habe ich getroffen? Du, Kumpel? Ist eigentlich noch. Wir haben's. Die eine sieht gleich schockiert aus. Gelungen ist, den Sonnenkönig umzubringen, ist er längst nicht unschuldig. Er muss dafür bezahlen. Ja, ja, ich will erstmal speichern. Erstmal eine Runde speichern. Wir nehmen einfach mal das gute Stück. Wir lassen die Osseram entscheiden, was mit ihm passiert. Aber er hat versucht uns... Und verkaufen mal ein paar Teile. Wir verkaufen einfach mal. Schlüssel. Entschuldigung. Brauchen wir das eigentlich? Eigentlich nicht, ne? Hoffe ich. Bei meinem Glück werden wir die garantiert brauchen. Nora-Outfit, Dings-Outfit. Sehr sexy. Eigentlich müssten wir sowas mitnehmen, ne? Oh, das ist definitiv teuer. Eigentlich sollten wir etwas mitnehmen, was wirklich alles vor allem schützt. Auch wenn die Outfits sehr schön aussehen. 900. Okay, ich warte mit denen. Das ist heftig. Das ist sehr heftig. Schleuderdings. Holzenwaffe, Springschleuder. Das haben wir, glaube ich, schon. Einfach mal eine bessere Waffe sich holen. Scharfschützenbogen. Teuer sind die 500. Schattenjägerbogen. Sind ganz schön teuer, ne? Leichter Bogen lässt sich schneller nachladen, abfeuern, ist aber weniger stark. Okay. Wenig Schaden, okay. Ich glaube, das lasse ich erstmal. Oh,
Feuerwiderstandsdingsterbums. Alles klar. Kaufen wir einfach mal Munition. Gehärteter Pfeilpaket. Aber eine neue Waffe wäre eigentlich schon gut, ne? Verursacht wenig Schaden. Ich will aber guten Schaden machen. Ach, dazu fehlt mir... dazu fehlt mir jetzt so einiges. Gut, hier kann ich eh nichts kaufen. Verkaufen irgendwas. Okay. Machen wir es mal so weiter. Sonnenkönig umzubringen? Ein besserer Bogen wäre echt nice gewesen, ne? Ausrüstung, Versteck und das müssen wir. Okay, ist das die Hauptquest? Ich glaube ja. Glaube ja, haben wir. So. Gut, dann würde ich sagen, reiten wir mal los. Aber das, ihr Lieben, Huckel in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und bis dann. Ciao, ciao.